So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bayonetta. Wir sind immer noch in dem gleichen Screen, in dem wir auch letztes Mal aufgehört haben, in dem ich letztes Mal reines Platin bekommen habe. Und wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Kapitel. Bin gespannt, was jetzt noch kommen wird, denn viel verrückter kann es kaum noch werden. Aber erstmal müssen wir dieses kurze Arcade-Spiel spielen, das ich überhaupt nicht kann. Aber ich versuche dieses Mal vielleicht ein wenig etwas zu treffen. Allzu große Hoffnung habe ich allerdings nicht. Okay, ich möchte dieses Geheimding treffen, weil es 10 Punkte bringt. Sehr gut. So, die bringen nur 3 Punkte, die will ich nicht. Dann will ich lieber einen Headshot an ihm machen oder so. Habe ich eigentlich unendlich Zeit hierfür? Habe ich, glaube ich, tatsächlich, oder? Okay, vorsichtig, vorsichtig. Headshot, Mist. Egal, wir nehmen ihn trotzdem noch mit. Da ist noch so ein Geheimding. Geht mir aus dem Weg. Nein. Ach, verdammt. Und jetzt habe ich viel verballert für dieses Ding, was ich nicht bekommen habe. Kann man nichts machen. Ach, ein Headshot bringt auch nur 5 Punkte. Oh, komm schon. Nein, ich bin so schlecht in diesem... Mann. Ach, es gibt wieder keinen Lutscher für uns. Es tut mir leid. Keine Lutscher. Ich muss alles nur eintauschen und weiter geht's. Aber ich könnte mir mal endlich ein paar neue Moves kaufen. Das wäre sicherlich sinnvoll. Ja, aber erstmal ins nächste Gebiet. Gehen wir zur Sonne. Kommen wir später noch zur Sonne? Nein. Obwohl, vorstellen kann ich es mir schon irgendwie. Würde zum Spiel passen, schätze ich. Route 66. Wir speichern einmal kurz. Und dann kann es direkt losgehen. Zack. Oh, dann das ist eine Autobahn dann wahrscheinlich, oder? Ich kann mir schon vorstellen, was da kommt. Okay, drücken wir Go. Und los geht's. Ich rechne erstmal mit einem 5 Minuten langen Video. Aber wir werden es jetzt gleich erstmal sehen. Oh, wie ging nochmal der Breakdance? Oh, so geht der. Sehr gut. Oh, und das war's schon. Ich wusste es doch. Autobahn. Vigrid. Autobahn. Vigrid. Irgendwie kommt mir dieser Name Vigrid aus einem anderen Spiel bekannt vor. Wer Lost Odyssey kennt, ich glaube, da hieß auch eine Stadt Vigrid. Sie steht mitten auf der Autobahn und spricht darüber, sich ein Taxi zu rufen. Ernsthaft? Ihr ist, glaube ich, auch alles egal. Aber das passt ja auch dann irgendwie. Zufall, dass die da vorbeikommen? Wohl kaum. Wozu braucht sie auch überhaupt ein Auto, wenn sie so schnell fahren kann? Außerdem hat sie doch noch ihre Puma-Funktion. Funktion, nein, nicht Funktion, Form. Okay, die wissen jetzt, dass sie verfolgt werden? Oder warum fahren die jetzt so? Ich dachte, sie hätten die gar nicht gesehen. Es kam mir zumindest so vor, als hätten sie die gar nicht gesehen. Warum fahren die jetzt so verrückt? Na gut, wahrscheinlich, weil es cool aussieht für die Szene, nehme ich an. Damit sie solche Moves machen kann. Machen muss, vielmehr. Oder? Also ehrlich, da hätten wir aber auch einfach drüber springen können, oder? Theoretisch. Ich meine ja nur. Egal, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich sagen soll. Sie hat ein Herz reingeschossen, durch das sie dann durchgefahren sind. Und er glaubt jetzt, dass er das war. Ja, genau. Er kann das doch gar nicht gesehen haben. Was ist das überhaupt für ein Vollidiot? Ah. Ganz ruhig. You think you've got me figured out, don't you? We journalists have to have some detective skills, you know? You're after a gemstone, and that stone has to be in the Ithabal Group building. I'm headed there too. How odd. Okay. You seem to know where I'm going before I do. Yet you don't. Ich habe auch noch nichts davon gewusst, dass sie zu diesem Gem möchte. Oder wussten wir das schon? Habe ich es einfach nur vergessen? Es tut mir leid, wenn ja. Irgendwie ist er mehr Frau als sie, eigentlich, oder? So ein bisschen. Bis jetzt hatte ich das Gefühl, dass wir überall nicht erwünscht sind. Nur so. Okay, ich darf endlich kämpfen. Schön ist. Sogar auf dem. Komme ich denn jetzt auf diesen LKW? Ist das da in der Mitte unser Auto? Nee, oder? Was ein Auto ist das da in der Mitte? Wo sind die anderen beiden jetzt hingefahren? Sind die schon vorausgefahren? Wieso wird das nicht gezeigt? Okay. Ich habe außerdem Hexenzeit angemacht. Oh, darf ich überhaupt zwischen den Autos landen? Ich glaube, dann sterbe ich, oder? Muss ich da aufpassen? Ich weiß es nicht. Hinter uns kommt aber auch schon wieder ein Engel. Ich sehe ihn da schon.
Okay, komm schon. Oh, ach, wie habe ich mich denn davon bitte treffen lassen? Das ist ja peinlich. Komm, mach ihn fertig, bitte. Schnell. Ich habe leider keine Folterangriffe mehr, mit denen ich die... Jetzt sind die Ringe runtergefallen. Ich glaube es nicht. So, und jetzt? Ich sehe da hinten noch einen Engel. Soll ich jetzt darüber fliegen, oder? Ich darf aber nicht zwischen den... Das war doof. Aber es ist nicht vorbei, deswegen. Okay. So, wie komme ich denn zu dem Engel darüber? Oh, und kann sich die Sicht mal drehen, bitte, ein wenig? Okay, ich will darüber. Ich will auf diesem Auto hier landen, bitte. Okay, super. Jetzt auf diesem Auto landen. Okay, fantastisch. Das ist unnötig kompliziert, aber wir kriegen es hin und erledigen den ganz schnell. Ups, das war außersehen die Hexenzeit, aber macht nichts, sie kam zur richtigen Zeit. Kann die Hexenzeit zur falschen Zeit kommen? Ich denke nicht. Platin, dankeschön. Das war's schon. Das war ja einfach. Also ich rechne jetzt eigentlich noch mit einem großen... Auch nicht schon wieder diese Laserstrahlen. Nein! Oh, das ist sie... Oh, ist, oh, die kann diese Laserstrahlen machen anscheinend. Diese Engels-Bayonetta. Ist sie mein exakter Gegensatz oder sowas in der Art? So wie Neo und... Dingsbums. Es muss immer... Oh, nicht das schon wieder. Oh Gott. Es tut mir leid, jetzt schon. Aber es muss sein. Oh, ich konnte es nicht mal ganz aufladen. Schade. Jedenfalls, was ich sagen wollte. So wie Neo sein... Wie heißt denn noch der Detective in Matrix? Jedenfalls, oder Batman und Joker, sie braucht einfach ihre Gegenspielerin. Das scheint mir irgendwie die Engelshexe zu sein. Und wer ist das? Ist das Ironic? Das sieht aber, das Auto könnte fast zu diesem Rodin passen, oder? So wie es... Oh, springen! Ich habe gedrückt. Habe ich gedrückt? Ich glaube, ich habe gedrückt eigentlich. Ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Verdammt! Oh nein! Ich dachte wirklich, ich hätte gedrückt. Okay, probieren wir es nochmal. Ich hoffe, wir können nochmal direkt von der Stelle neu starten. Machen wir kurz einen Breakdance, um uns wieder neu zu motivieren. Okay. Und ich bin bereit zu drücken, ich bin bereit zu drücken, ich bin... Achso, erstmal noch den ins Buch hineinmalen. Natürlich, ist wichtig, wir müssen notieren, wer er ist. Und auf geht's! Springen! Ich hab gedrückt, man konnte es sehen. Okay, sehr gut. Und da ist ein Motorrad, sehr schön. Also kann ich damit jetzt... Oh, der Mittelfinger war... wichtig. Okay, darf ich jetzt auch wirklich selbst... Oh, ich darf sogar selbst... Ich will nicht driften gerade. Okay, abfeuern mit allen Tasten, A springen. Rechts, links, beschleunigen, abbremsen, okay. Und ausweichen mit, okay, sehr gut. Nein, ich bin genau, oh, ich bin einfach hindurchgefahren, das ist schön. Wahrscheinlich mit meiner Hexenmagie. Konnte mir das Auto nichts anhaben. Wie springt denn das Auto überhaupt? Oh, das Auto, das Motorrad, oh Gott, ich bin so schlecht. Ich war auch schon vorher bei diesen Laserstrahlen. Och, ich will ja nicht immer drauf fahren, Mensch. Verdammt. Wieso bin ich so, wie kann ich denn so richtig ausweichen? Das geht doch nicht so richtig, oder? Kann ich so unter durchrutschen oder wie, wenn ich den Move mache? Ich verstehe das nicht. Ausweichen. Oh, shit. Ausweichen. Okay, jetzt bin ich irgendwie ausgewichen. Aber eigentlich auch nicht. Ey, war das nicht gerade der Typ? Der rechts von uns? Ich dachte, das wäre gerade das Auto gewesen, ehrlich gesagt. War es anscheinend... Schneller. Oh, das war richtig knapp. Oh, ich bin so schlecht hier drin. Das ist doch das Auto. Ach, hier gibt es mehrere von diesen Autos. Kann das sein? Ach, Mann. Ich dachte, das wäre nur ein Typ. Komisch, dass die Engel auch... Die Engel sind ein bisschen wie Transformer... Oh, verdammt. Die Engel sind ein bisschen wie Transformer, oder? Können auch so verschiedene Formen einnehmen, zum Beispiel von Autos. Seltsame Engel in dieser Welt. Einmal rum um die Kurve. Auch wenn mir das jetzt überhaupt nichts gebracht hat, was ich... Och, diese scheiß Laserstrahlen. Ich fauche immer wieder in die rein. Das ist unfassbar. Okay. So kann ich den ganzen Sachen, denke ich, auf jeden Fall ausweichen. Okay. Nein. Oh. Das ist anstrengend, dieses... Nein. Achtung. Okay, passt. Okay, das Auto ist einfach explodiert. Die Laserstrahlen gingen zum Glück daneben. Oh, Hexenzeit, sehr gut. Oh, verdammt. Oh, oh. Ausweichen. Sehr gut. Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Und merkt das hier niemand? Achso, das ist ja auch diese Form von Purgatory, glaube ich, dass die das alle nicht... Diese Form von... Dieses Purgatory ist das, glaube ich, dass die Engel nicht gesehen werden können. Aber müssten die Engel nicht irgendwie auch im Weg stehen? Also müssten die Autos nicht theoretisch dagegen prallen? Weil die sind ja nur unsichtbar. Die sind ja nicht da, oder? Verstehe ich das was falsch? Gibt das überhaupt irgendeinen Sinn? Egal, wir fahren auf jeden Fall Motorrad bis zu der Insel. Und was ist eigentlich aus den anderen beiden geworden? Wie kommen die denn aus der Misere hier heraus, wenn ich die jetzt auch gar nicht gerade besiege? Ich lasse die ja genau weiter ihre Jagd machen. Oh, das war echt knapp. Shit. Okay, ich muss mehr an das Ausweichen wieder denken. Come on! Okay, das war richtig knapp. Es wäre eigentlich gar nicht mehr knapp, denn ich habe die Tür eigentlich voll getroffen. Schneller! Okay. Ach, ich könnte mich auch eigentlich so hinlegen, um da durchzupassen. Warum denke ich da immer nie dran, an solche Sachen? Ach, ich kann ja auch schießen, das vergesse ich auch die ganze Zeit schon. Oh, ich bin nochmal ausgewichen. Okay, das war so sehr gut, um mich mal selbst zu loben. Soll man nicht machen, ich mach's jetzt einfach mal. Ist mir egal, was ihr davon haltet. Ist auch gar nicht so wichtig, denn ich muss das hier schaffen. Hexenzeit. Einmal das Auto explodieren lassen, vielleicht? Oh, ich bin voll gegengefahren, das war so scheiße.
Ach, verdammt. Echsenzeit? Nein, leider nicht. Ach Mann. Okay, nicht so wichtig. Sag mal, wie lang ist diese Autobahn eigentlich? Oder wo will ich jetzt hier eigentlich noch genau hin? Ich fahr schon wieder über irgendeine Brücke und da sind schon wieder diese großen Typen. Kann es sein, dass ich im Kreis fahre und ich muss diese Typen eigentlich besiegen? Ist das möglich? Ich muss sie doch nicht alle töten, oder? Das kann ich nicht glauben. Egal, wir fahren einfach weiter. Irgendwann wird es schon eine Lösung davon geben. Die kann ja nicht wirklich im Kreis führen, die Autobahn, oder? Obwohl, in diesem Spiel scheint ja alles möglich zu sein. Will ich mal... Okay, hier ist was Neues passiert, glaube ich. Ja, das war vorher noch nicht so. Okay, wir scheinen doch Fortschritt zu machen. Komm, Bayonetta, gib mal ein bisschen Gas. Ich will es endlich hinter mich bringen. Die Motorradfahrt. Oh, passe ich da noch durch? Nee, da passe ich nicht durch. Aber ich bin schon irgendwie durchgekommen. Oh Gott. Was richten die Engel hier nur mit dieser Stadt an? Warum sind die Engel eigentlich auch gegen die Menschen? Sind die Engel wirklich böse in diesem Spiel? Das kann ja eigentlich doch gar nicht sein. Sind es doch keine Engel, oder doch? Wie auch immer. Oh, 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 anstrengend. Okay, passt. Schnell durchrutschen. Ach Mann. Schade, dass sie da bei diesem Durchrutschen nicht den Indiana Jones Move macht. Dass sie irgendwas dahinter liegen lässt und es noch so rauszieht. Würde ich irgendwie gern sehen. Oh, die Straße zerfällt. Irgendwann müssen wir doch mal am Ende dieser... Oh, da bin ich unter durchgekommen. Glück gehabt. Irgendwann müssen wir doch mal am Ende hiervon ankommen. Das kann doch nicht sein. Ich dachte, wir wären schon fast bei der Insel. Aber scheint nicht so zu sein. Und vor allem, welche Insel? Da drüben sieht es eigentlich ziemlich nach Festland aus, wenn ich ehrlich bin. Aber nicht so wichtig. Logik schmeißen wir mit diesem Spiel sowieso aus dem Fenster. Und treten nochmal drauf. Oh, komm. Oh, passt. Ja gut, wirklich viel muss ich bei diesen Explosionssachen. Wir sind doch schon wieder auf der gleichen Brücke mit diesen gleichen drei Typen, oder? Ich muss hier doch irgendwie noch töten, oder? Kann das sein? Nee, diesmal waren es nur zwei. Sind wir doch an einer anderen Stelle? Ich habe aber wirklich das Gefühl, dass wir im Kreis fahren, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht wirklich... Auch ich konnte nicht ausweichen, irgendwie ging die Taste noch nicht. Ich war, glaube ich, noch so traumatisiert, dass ich das erste Ding getroffen habe. Oh, verdammt. Oh, ausgewichen. Ah, fahr schon. Dieser Turm, ich hatte es letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, der sieht genauso aus wie dieser Turm in Shadows of the Damned. Zufall? Ja, wahrscheinlich. Aber macht nichts. Oh, verdammt. Nein. Oh, dagegen gefahren. Das war so knapp. Und jetzt schon wieder in diesen Tunnel hinein. Ich werde jetzt mal ein bisschen so rumballern, in der Hoffnung, dass das irgendwie was bringt. Weil ich wirklich das Gefühl habe, dass wir im Kreis fahren. Ich mir aber natürlich auch nicht hundertprozentig sicher bin, aber ich probiere noch beim Rumfahren Leute zu erschießen, auch wenn das ein bisschen schwer wird. Aber geht schon. Ich habe ja noch viel Leben. Ich darf ruhig ein paar Autos raus. Oh, durch. Oh, das war richtig knapp. Wow. Aber wir haben es geschafft. Ach, auf den hätte ich schießen können. Okay, auch der ist explodiert. Fahr weiter, Bayonetta. Ausweichen. Oh, oh, nein, nein, nein. Ach, komm. Oh, ich hoffe, ich bin nicht zu weit zurückgesetzt worden. Ich will nicht nochmal das ganze Rennen von vorne machen. Okay, passt, 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 passt. Sehr gut. Ich bin da runtergefahren, trotz Hexenzeit. Okay, jetzt sind wir aber definitiv vor... Springen! Ich habe gedrückt, glaube ich. Ja. Okay, alles gut. Alles gut. Oh, rechts. Oh, ich habe nochmal springen gedrückt. War unnötig. Macht nichts. Was ist das für eine Straße hier schon wieder? Oh, rum, rum, rum. So langsam müssen wir doch echt mal bei der Insel sein. Hui. Oh, nicht schon wieder auf die Autobahn. Wirklich. Oh, und ich habe mich ausweichen gedrückt. Diese Musik, ich weiß nicht, ob die nur mich daran erinnert, aber wer vielleicht Sonic früher gespielt hat, die Musik klingt wie aus dem Spiel. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass dieses Spiel ja auch von Sega ist. Ich nehme an, dass ich hier hochfahren muss übrigens. Jap, muss ich. Okay, jetzt spielen wir auch noch ein bisschen Trickmania zum Spaß. Oder eben Sonic, wie bereits erwähnt. Die Musik klingt... Oh, oh, ah, springen. Habe ich es geschafft? Ja, habe ich. Okay. Ich glaube, wir haben das Ende erreicht. Aber wie gesagt, die Musik klingt wirklich wie Sonic. Auch die Ringe, wenn man die einsammelt, klingen genau wie in Sonic. Das ist kein Zufall. Glaub mir, es ist kein Zufall. Ja, ich war nicht besonders gut. Das ist ärgerlich. Macht nichts. Wir haben es aber überlebt. Und das ist das Wichtigste. Hauptsache unsere kleine Tochter oder das kleine Mädchen zumindest haben es auch überlebt. Ich glaube aber schon. Außer er fährt jetzt scheiße, was man bei ihm wirklich erwarten kann. Kann ich nicht erst ans Steuer gehen? Ich glaube, ich habe es mehr drauf. Obwohl ich wirklich schlecht gefahren bin. Egal. Okay. Ich weiß, du willst mich nicht hier. Aber du wirklich könntest mehr subtil über es. Was? Mit wem spricht sie gerade? Spricht sie mit dem da? Dem Sonnentypen da? Ist das ein besonderer Typ? Das sind doch nur neue kleine Gegner, oder? Die können doch sowieso nichts. Das weiß ich genau. Das ist kein Endboss. Braves. Wirklich mutig sehen die tatsächlich aus. Werden sie gleich aber nicht mehr sein, kann ich verraten, wenn ich mit ihnen fertig bin. Komm schon.
Oh Gott, die halten aber echt mehr aus, als ich erwartet hatte. Oh, ich treffe gerade auch nicht, weil ich Blödsinn mache. Klein Breakdance gefällig. Der bringt nicht wirklich viel, oder? Oh doch, der macht tatsächlich mehr Schaden, als ich erwartet hatte. Okay, die sind einfach viel zu langsam, um überhaupt irgendetwas machen zu können. Aber na gut, den ersten hätten wir damit schon, den zweiten auch. Den dritten kriegen wir auch noch. Ausweichen! Ich bin sogar ausgewichen. Ja, er hat mich nicht getroffen. Fantastisch! Das wären auch die... Ja, ich habe wirklich keinen Schaden bekommen. Wieso kriege ich dafür nur Gold? War meine Kombo zu kacke. Ach, es tut mir leid. Oh, ich hatte 5 Minuten Zeit für den Kampf. Ein bisschen übertrieben, meint ihr nicht? Wieso fangen uns die Engel auf? Oder fangen uns die Engel damit gar nicht auf? Lande ich in einer anderen Dimension? In der Engelsdimension, die wird tödlich für mich sein. Das war schon das Kapitel, wirklich? Das ging ja wirklich schnell. Obwohl manche Kapitel bestehen auch nur aus einem Boss, schätze ich, deswegen. Du hast Silber, Auszeichnung, ja. Lach nur, du Typ. Ich mag deinen Schal überhaupt nicht, weißt du? Tja, was hast du jetzt davon? Gut, aber damit hätten wir dieses Kapitel wohl abgeschlossen. Oh, und wir können auch direkt wieder nach das Angel Attack Spiel spielen. Dann spielen wir das noch schnell und dann werde ich wahrscheinlich wieder speichern können. Dann wird es auch zum Ende kommen. Mal gucken, ob ich diesmal vielleicht ein bisschen mehr erreiche. Okay, einmal angehittet. Oh, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Wieso kann ich das nicht? Ich bin wirklich echt kacke da drin. Ich komme mit diesem Zielen einfach nicht so richtig klar, glaube ich. Kann ich jetzt mal das Ding da hinten treffen? Muss ich da weiter vorschießen? Mann, ist das... 10 Punkte, ja, ich kann die wieder eintauschen. Yay, 1000 Ringe, huhu. Ah, jetzt habe ich 109.000. Ich sollte langsam mal wieder welche ausgeben. Ich meine, für schlechtere Zeiten Ringe sparen bringt es ja wahrscheinlich nicht so sehr, oder? Sind wir jetzt bei der Sonne? Nee, wir sind bei den Spielwürfeln. Okay. Stimmt, wir sind ja in einer anderen Dimension oder irgendwie so etwas gelandet. Ja. Okay, speichere ich mal kurz. Und komme dann auch schnell zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war wieder sehr actiongeladen. Ich hatte meinen Spaß und bis zum nächsten Mal, schätze ich. Hoffentlich. Also bis dann.